Jahre, dass ich 1000 Viewer habe, keine Ahnung. Nee. Solche Wichser brauche ich nicht, da habe ich ja euch schon. Ja, immer wenn ich das sehe, bin ich so erleichtert. Dann weiß ich, es ist gleich zu Ende. Wenn ich ein bisschen abgenommen habe. So 150 Kilo Fett im Pool wird keiner sehen. So ein Pool gibt es nicht. Wenn ich wieder 18 Jahre bin, das hast du letztens gemeint, Dave? Respawn mit 18, da war ich 1,95 mit 80 Kilo, Alter. So ein dürrer Hans war ich damals. Das kannst du dir nicht vorstellen. Einfach neuer Körper, ja. Schwimmbar ist wie? Weiß ich ja nicht. Ich bräuchte halt so riesengroßes Jacuzzi. Was hat denn der mit dem kaputt? Von euch beiden will keiner mitfahren, oder? Dass wir hier mal hintereinander herfahren. Der Shorter, glaube ich, rennen. Ich habe ja, glaube ich, genug von Nordschleife. Wir fangen jetzt an. Wir haben noch 113 Stunden auf der Uhr. Immer eine Ausrede, Olli. Immer wenn ich da bin, dann ein PC neu gemacht, neues Lenkrad, der Monitor geht nicht an der andere. PC fährt beim Stream immer runter, ich weiß nicht, was ich machen soll, Hilfe. Hast du das eigentlich geregelt? Und ich wollte dich letztens fragen, aber ich habe gesagt, nein, ich stelle diese Frage nicht im 24-Stunden-Stream. In R-Faktor, oder fährst du das? Nicht, dass dann Olli der PC da irgendwie runterfährt oder so. Das ist doch damals die Scheiße mit dem blöden OBS-Bug oder so. Hast du das bewusst gefixt oder ist es einfach so? Oder ist es einfach so gespawnt nach mehreren Installationen? iRacing, vielleicht. Ich dachte halt R-Faktor oder so. Ah ja, stimmt. Ah, das weiß ich ja noch. Also ich werde Windows 11 skippen. Ich tue mir Windows 12 drauf, 2024. Fertig. Mit integriertem Chat-GPT. Ich habe gar nicht gewusst, dass Microsoft die aufgekauft haben. Geht das überhaupt? Ich kann alles aufkaufen, aber... Ja, Windows 12 kommt ja eh. Von daher... Also ich skippe eigentlich immer ein Windows. Ich tue nur jedes zweite drauf. 7 gehabt, 8 geskippt, 10 drauf getan. Ich hab immer wieder jedes zweite habe ich dann drauf getan. Boah, Digga. Ja, Windows 10 Main. Boah, ich hoffe, dass Forza, wie auch immer das heißen wird, nicht Windows 11 erfordert. Ich muss schade auf der Konsole spielen. XP, oh, bei mir. Ich will ja gar nicht sagen, damals gab es ja Windows 1 Days. Also ich habe so richtig bei mir erst gehabt Windows 3.1 und dann 3.11. Was kam denn dann? Gab schon, war das schon 95? 95 Version ABC? 98?
Windows NT habe ich dann gehabt. Also Windows 2000 war das dann. Windows 2000 war das. Windows Millennium war halt Dreck. Also lieber Windows 2000. Und dann 7, 10, ja, fertig. Und 7. Heute ich fast immer noch hinterher. XP dazwischen noch irgendwann. Ich weiß aber nicht wann. Also XP hat dazwischen noch da. XP war ja auch Main. XP Service Pack 3. Oder Win 95. C. Auch geil. Windows 3.11, ja, das war, das kam Windows 1, Windows 2, Windows 3.10, 3.11. 3.11 war vor Workgroups. 7, 10, 11, 10. Ja, alles richtig gemacht. Ja, mich nerven halt, dass da einige Features beim 11er fehlen, die ich halt unbedingt brauche. Also der Multi-Monitor-Support ist da nicht so geil beim 11er. Wegen der Taskleiste. Ich brauch's einfach anders. Und das, die Dateiordner-Scheiße ist auch nicht so geil. Ihr müsst mir mal sagen, wo kann ich mir denn merken, diese Kurven? Die kommen halt jetzt einfach. Aber ich weiß nicht genau, was für Anhaltspunkte gibt es auf der Strecke. Dass die Zuschauer da waren, okay, dann kommt das halt hier. Aber das kommt irgendwann nochmal, aber kleiner irgendwie. Das mit mehreren Bildschirmen, ich meine, dass die Taskleiste nicht auf Bildschirm 1 ist, sondern auf Bildschirm 3. Wenn ich jetzt drei Bildschirme habe, möchte ich die Taskleiste nicht auf dem ersten haben, sondern auf dem dritten. Dritten oben. So wie ich es jetzt aktuell habe. Geht nicht. Musst du dann vielleicht durch die Registerdatei umschreiben oder so. Kannst die Taskleiste nicht verschieben, sie ist da, wo sie ist. Und sie ist halt auch voller Werbung und voller Müll. Das kannst du ja wegmachen, da gibt es einige Installationen von Windows, das geht. Also Windows 11 ist halt voller Werbung, voller Ads. Von Microsoft selbst, für Microsoft. Wahnsinn. Ja, auf allen dreien habe ich es nicht. Ich hab's auf dem linken Monitor, fertig. Das war, ey, das ist halt auch immer so eine Sache. Die Kurve erschreckt mich auch immer wieder. Ja genau, Win 10 Main, sowieso. Ey, ich habe auch nur auf Windows 10 gewechselt, da habe ich mich auch erst geweigert, weil Windows 10 am Anfang war nicht gut. Ich habe ja auch immer so die Pre-Builds getestet, weil ich brauchte den Microsoft Store wegen Forza. Wenn Forza funktioniert hätte auf 7, hätte ich dann noch 7 gehabt eine Zeit lang. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das Dateisystem ist schon geil auf Windows 10. Da geht schon alles flüssiger und schneller. Aber ich hab hauptsächlich wegen Forza gewechselt. Ihr habt ja auch gesagt, ein paar Strecken haben so Namen hier, ein paar Kurven haben Namen. Das müssen wir auch mal mehr. Ja, Win 8 war Müll. Win 8.1 wurde dann am Ende gut, aber dann kam schon 10. Mit Windows 8 ist der Palmer, glaube ich, zurückgetreten vom CEO. Das war sein Untergang. Ja, mit dem Namen lernen bin ich willig, hab ich Bock. Ich weiß, das ist eine Ding da, wo ich gesagt habe, mit diesem Zeichen, hat mir der Dave gesagt, das heißt Karussell. Weil ich halt wie ein Preiskarussell war, das macht schon Sinn. Also, aber nur das erste heißt so, oder? Was gibt der zweite?
Meine erste gezeitete Runde, oder? Oder habe ich irgendwo Ding? Yes! Meine erste gezeitete Runde auf NOS ever! Huch! Ich hab noch nie mit einem kaputten Auto, Digga. Meine erste gezeitete Runde. Und jetzt ist vorbei. Yes! Neun Minuten! Very good, ja. Oh mein. Ja, das ist doch keine Kunst, oder? Mit deinen drei Monitoren sieht er nichts, der Fischauge, der Olli. Ah, schau mal an. Ich habe 3000 bekommen, weil ich die Runde gut gefahren bin. Und nochmal 5 Dollar gezahlt, weil ich zurückgepoddert habe. Egal. Ja, Mann. Also, ich kann jetzt nicht so viel anfangen mit dem 24-Stunden-Nürburgring. So von, ich kenne da fast niemanden irgendwie. Das ist bei Le Mans schon irgendwie cooler, was der Bekanntheitsgrad angeht für mich. So. Okay. I'm sweating. Sweat, baby, sweat. So. Okay. Ne, ich stehe jetzt nicht auf dem Geschiffen, Alter. Was habe ich denn jetzt Bock so als Spaß? Ja, komm, wir machen den. Komm, wir machen den. Ja, ich habe gesagt, die ersten Leute, die hier sind, können sich's aussuchen. Du hast mir nie was gesagt. Es gibt ja drei Zeichen, die es gibt. Irgendwie OG, VIP und Mod. Eine von den dreien könnt ihr euch aussuchen. Jeder, der am Anfang hier da ist. Alter, ist das, zum Glück ist der Rücken nicht nass. Das ist so ein tolles Auto. Ich weiß nicht, ob zwei gehen. Bei Twitch geht das nicht, nee. Bei Twitch kannst du keinen VIP oder Mod machen. Ich weiß nicht, was hier ist. Der VIP-Mod, ja. Jetzt über. Oha, guck mal an, so. Mach mal die Lautstärke gleich. Oh. Boah, der Sound ist doch geil hier. Wie ist denn diese Kurve hier? Oha, so ist das, habe ich sie gesehen. Boah, ich würde so gerne einen anderen Spiegel auch nur sehen. So weiter ist da gar nicht, oder? So. Du meinst, ich mach den Rachen auf und schluck und du tust mir was rein. Alles klar, Olli. Gerne, Baby. Vielleicht wachse ich dann noch ein bisschen oder werde gesund. DNA-Vermischung und so. Ich bin bis auf in Imola ein bisschen gefahren. Weil ich wollte eigentlich dieses Wochenende groß Imola machen, mache ich ja groß Nordschleife. Mal schauen, ob nächste Woche überhaupt mit Nacko geht, ist ja auch in Gefahr. Da
Das wäre gigantisch, wenn die Entzündung sofort sich finden würde, ja. Was soll denn diese komische Zeit da oben? Ich glaube, das ist so GT3, also GT4 irgendwie das Auto. Ein bisschen schneller. So GT3,5. Blockiert! Boah, meint, ich kann das voll nehmen hier. Probier's mal. Okay, da geht ja. Wie schnell fahr ich denn überhaupt? 19? Ich kann alles voll nehmen. Oh oh, geht das hier auch? Ich will mir nachher mal meinen Schwanenhals nehmen, also meinen langen Penis, und tu mir das mein Handy hier vor mich hin für Chat oder so. Der wäre fast Untergang gewesen. Oh nein! Scheiße. Oh, okay. Wo denn aufgereicht? Welchem Spiel? So, ihr Radzing, okay. Die würde ich auch gerne mal testen, die Autos, die ihr da fahrt, in ihr Radzing. Weil die sind da geil, dieses LMP und LMHP oder so. Was ist denn mit ihm? LMDH. Ja, ich hab ja hier auch LMP2, glaube ich, drin. Das, also Leco mio, ey. Sind die Reifen kalt oder was? Ich hab gar keinen Grip. Hinten halt. Also hinten bin ich halt schon. Geht, oder? Also ist gar nicht okay. Also hier, ich bremse dann, man muss gar nicht bremsen. Es ist nur ganz knick nach links. Wann kommt denn das nächste große? Man kann voll durchlesen eigentlich hier. Hier? Auch nicht, oder? Nee, eigentlich auch nicht. Bisschen, man kann das ja auch so einnehmen. Hier? Auch nicht! Hier, bei der Rechtskurve hier, ne? Hier erst.
War wie auf Glatteis, Mann. Und bei der links hüpft, Mann. Ja. Ja, da hat's mich schon öfters rausgeschlagen, glaube ich, oder? Ja, okay, Reifen werden schon passen. Könnte man ja zumindest bei dem die Reifen anzeigen lassen. Ja, Olli ist er da aufgewachsen. Alles flat bis auf die Mutkurve, ich habe das Multikurve gelesen. Das ist eine Multikurve. Hier rutscht man aber auch gut. Jo, hier, oh, da kam der Arsch auf. Es sind so viele Kurven, die man voll nehmen kann, aber ich look dauernd das Gas. Also das ist halt, weil ich immer Angst habe. Jetzt hier auch? Ja, voll, oder? Nee, ja, nein, doch, vielleicht. Ja, hätte ich anders anfangen. Ja, aber wusste ich ja nicht, dass es so wird. Das ist Eisborge. Ist das so eine rechts hoch oder was? Ja, okay, jetzt muss ich aber meine Gezeiten irgendwie nur einen kaputten Auto fahren. Oder der Arsch kam, okay. So 130 mehr geht nicht. Also ist so GT4, ne? Nicht. Einfach warten hier. Ich fahre jetzt nochmal durch hier. Aber ich kriege jetzt so mit dem Kopf zusammen, wo was ist. Hinter welcher schnelle Kurve ist die Arschkurve. Digga, was, oh. Meine Gewirbe, die ganz gut. Also genau hier das Auto backen, wie wird das Lenkrad. Das ist richtig uneben, die Strecke hier. Aber ich habe auch dein Rad gehört, Dave. Ich habe das Lenkrad hier anzeigen lassen, aber nicht, dass es sich bewegt. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, ohne Hand zu fahren. War einfach geil. Weil ich brauche nichts, was im Hard steht. Also jetzt so zum einfach fürs Feeling. Ja, das hat nochmal bearbeitet. Einiges andere Stellen geschoben, aber so viel ist am geilsten.
glaube, ich bräuchte hinten ein bisschen weniger Druck auf die Reifen, weil die hinten sind irgendwie gefühlt immer kalt. Ich fahre jetzt noch hier runter, vielleicht kriege ich eine Gezeite hin. Finde ich auch nicht so schlimm. Und dann würde ich vielleicht kurz den Luftdruck rumspielen und mir das Handy hinten als Chat. Ich finde das Schalten noch geil mit dem, bei dem Ding. Da kam das Heck schon wieder. Also die nächste bin ich voll gefahren. Auch nicht genutzt. Das wird schon so ein bisschen weg. Das kann ich erfolgreich lassen. Die erste, wo ich wieder bremse, ist die Linkskurve. Rechtskurve, die enge. Und hier muss ich, darf ich nicht so springen, sondern muss hier so ein bisschen hier so fahren, genau. Nicht zu weit rechts, dann springe ich dann so komisch. Ich habe die komplett gemieden. Ich bin die vielleicht in GT7 irgendwann mal gefahren. Hab ich ja, du weißt ja genau, was ich von der Strecke halte. Du kennst ja mein damaliges Ich. Ich hab gesagt, eines Tages werde ich bereit sein. Und das muss dann von mir kommen. Und das ist soweit. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mehrere Autos getestet. Hier bin ich immer so 3 bis 5 Minuten angefahren. Eingestellt, angefahren, bin ich immer diese GP-Strecke gefahren. Und die erste Minute auf der Schleife. Einfach um zu schauen, ob das Auto passt, also ob ich damit leben kann. Aber das habe ich dann auf Imola gemacht. Das habe ich auf Le Mans kurz gemacht und was habe ich noch gemacht? Auf noch eins, weiß gar nicht mehr. Immer vermieden, dass sie. Und ich habe einmal die Version, hatte ich dann, dass man direkt bei der Nordschleife anfängt. Habe ich dann nicht gecheckt, dass das dann die Endurance-Version ist. Nein! Scheiße. Ich dachte mir, komm, Curb, nein. Scheiße, Mann. Die Curbs sind so hoch. Egal, weiter. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt hier auch wohl. Und das merkt man, glaube ich, auch. Also, was auch das Sitzen angeht, ich kann nach vorne den Sitz alles umstellen. Der Steißbeinschmerz, der ist nicht so. Der ist halt schon da, aber halt nicht so überhand. Man spielt das schon ganz leicht. Wenn man ein bisschen Rückenschmerzen kriegt, muss man sich ein bisschen umsetzen oder so ein bisschen hochziehen wieder. Also die Schmerzen sind halt definitiv, also sind halt viel weniger hier. Also meine Grundschmerzen sind da, aber die Zusatzschmerzen beim Fahren und Sitzen sind halt nicht da. Selbst die Füße sind nicht so sehr strapaziert. Außer der Bremsfuß links, wo dieser extra Riss ist, der immer noch nicht behandelt wurde nach vielen Jahren. Aber selbst das ist in dieser Position okay. Und von den Ohren, ja okay. Das braucht man nicht reden, das ist wild.
Das habe ich ja alles geschrieben, ja, im Discord. Kommt hier das Ding? Nee, oder? Ja. Warum ist dieser Teil mit dem ganzen Vollgas? Macht aber Laune. Ich hab ja immer solche komischen Kurven nie gemocht. Aber irgendwie ist es schon... Hier, oh, hier, hier! Ist es das? Ist es das? Wow! Ja, ich wusste nicht, dass das jetzt ist. Ach Mann, ich weiß das ja nicht. Wie kann ich mir das denn merken? Wann ist denn das? Ja, ja, verdammt. Ich wusste, irgendwann kommt sie, aber ich wusste nicht wann. Ich bin ja zwei Kurven davor schon so langsam gefahren, weil ich dachte, das ist sie. Warum ist die denn so rutschig? Weil die so komisch bergauf geht und dann so in Wellen hat oder was? Das ist dieser Vollgasrand. Nein, die nicht. Oh! Aber kann man die nicht auch im Vollgas fahren? Wenn man sie anders anfährt, weil ich jetzt war jetzt in Panik. Nee, weil die geht ja auch wieder rechts hoch, ja? Ist es nicht so gleich wie bei der Eiskurve? Vielleicht ein F1-Auto, aber sonst nicht, okay. Ich muss dir nachher was Lustiges mit dem CLK zeigen. Fahren wir noch die Runde zu Ende, dann zeige ich dir mal was mit dem CLK. Bis dahin bin ich im Test gekommen. Ja. Wenn du dann nicht bremst, fliegst du. Da fliegst du. Fliegst hoch und drehst dich so im Kreis wie ein Verrückter. Ich hab mich so erschreckt. Und erschrocken bin ich, ohne Ende. Was ist jetzt hier? Das CLK LM oder sowas. Fährt sich fast so wie damals AMS-2. Aber ich fahre jetzt 23 km/h langsamer als vorher. Irgendwas ist kaputt. Ich bin vorhin 230 gefahren. Jetzt fahre ich viel langsamer. Boah, Digga. Ich hab halt gar keinen. Okay, ich wollte... Ja, komm. Ich wollte mal schauen. Oh, ich muss auch gleich schiffen. Okay. Nicht genug Grip, also sehr wenig Grip gehabt hier mit dem Ding. Auf der... Was ich gemerkt habe, auf diesem Geradeausteil werden die Reifen so kalt. Das ist der Wahnsinn. Ich möchte mal bei Desktop 2 mir die Temperatur anzeigen lassen, falls das geht. Die sind immer noch so nah zusammen. Lol, der einfach an der Ambulanz vorbei. Warum ist denn die Ambulanz auf der Strecke? Krass. Keine Ahnung. Komm doch mal zur Seite da. Wo sind diese scheiß Reifen? Ich weiß nicht, ob die Sicht jetzt so gut ist, aber
Komm jetzt mal. Aber ich sehe halt gar keine Geschwindigkeit bei dem, gar nichts. Ich sehe ja gar nichts bei dem. So. Oh. Entschuldigung. Ich will dieses Geschwindigkeitsding da haben. Ja gut, komm, machen wir das, ist ja egal. Bei dem leise, oder? Kurz, also ich darf nicht stehen bleiben, aber trotzdem mal kurz Soundcheck machen. Okay, das ist jetzt zu laut. Ja, ich schaue im OBS und da versuche ich das halt beim Grün zu halten, dass es halt nur im Grün bleibt, oben nicht ins Gelbe geht. Also, ich kann hier das Auto irgendwie gleich laut zu machen. Jetzt müsste es ja nicht gleich laut sein wie der andere. Ist ja gut, ich hätte mehr lenken sollen. Ist ja gut. Ja, wusste ich jetzt nicht. Ich jetzt auch nicht. Ein Schirm, gell? Hier voll fahren. Muss ja, oder? Oh Gottes Willen, ich werde so sterben. Ja. Scheiße, ich kann es vergessen mit 300 da. So kaputt, dass der Flug nicht gelungen ist. Der müsste schon gewesen sein, da vorne. Voll kaputt, ich kann nicht mal so richtig nach rechts lenken. Also eigentlich müsste ich da am Anfang fliegen, da wo ich kurz bevor ich gecrashed bin, geht's ja dann so hoch und dann fliege ich da. Also immer, also 100% eigentlich. Aber das Auto war halt kaputt. Mit dem fliege ich. Mit Formel 1 habe ich so Glück, dass es über. Mit jedem Auto hast du so einen leichten. So eine Bodenebene. Springst ein bisschen. Mit Formel 1 Auto, tück, hast du gar nichts. Es hat so viel Grip, man. So viel Downforce. Kurve Flugplatz. Genau. Wenn das die ist, die am Anfang. Aber das habe ich schon mal gehört. Hat Dave, glaube ich, auch gesagt, schon, dass das Flugplatz. Und dann habe ich gemeint, ja, echt lol. Wenn du Flugplatz hast, dann macht es ja auch Sinn, dass ich da fliege, oder? Ja, aber Auto fährt sie nicht mehr gut. Ich weiß auch nicht genau, wie es mit den Schäden hier einzuschätzen ist. Das ist komisch, die Anzeige über das Spiel, finde ich.
Aber ist nicht schlimm, ich handle das Auto so, wie es ist. Ich fahre gerne mit kaputten Autos, weil es kann immer was passieren. Jetzt kommt das hier. Einmal so komisch nach rechts. Das erste Mal. Oh, 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 freeze. Jetzt kommt das schon. Das Auto ist so kaputt. Oh, ich hab jetzt kaputt. Ich würde das mal zeigen kurz. Aber in echt springt da immer nicht wirklich nach dem Unfall. Also haben die das entschärft. So, ich krieg Strafe. Ich muss ein bisschen fahren. Ja, komm. Ich kann das mit der Cam. Kann ich das jetzt auch anmachen, theoretisch, wenn ich jetzt so fahren will? Können wir auch so fahren. Dann bin ich halt mitten im Spiel. Es ist halt kein Kitchen Racing mehr. Wackelt aber auch ganz schön die Cam, gell? Fährt sich schon geiles Ding. Aber schon schwerer als GT3 oder der andere da, der E98 oder sowas, ist überhaupt der 1 irgendwas. Der Peugeot, glaube ich. War es ein Peugeot oder so? Doch besser, oder? Jetzt darf ich mir vor, das Auto nicht zerstören, dann fliege ich mal eine Runde. Also das ist ja die Originalstrecke von dem Spiel. Da müsste ja auch die entschärfte Version normalerweise dabei sein. Es gibt noch eine 8K-Textur für die Strecke. Und noch 13.000 Bäume neu gepflanzt. In 3D. Gibt es noch. Habe ich noch nicht drauf. Weil da muss ich mit einem Custom Shader Ding und alles rumspielen. Und was das angeht, habe ich noch so ein bisschen Schiss. Weil es läuft alles momentan. Außer Barcelona kann ich nicht fahren. Hier, schau. Ich hätte das von außen machen müssen. Ja, und da muss man halt echt aufpassen.
Da muss man halt echt aufpassen hier. Ich habe gesagt, ich will schiffen, aber ich kann jetzt nicht aufstehen. Und das Ding ist auch heftig. Das ist vom Senna. 9 von 10, oha. 3. Hier ist 3. Ja, mit jedem von dem Auto, dass ich so eine Zeit fahre. Nicht langsam, weil langsam kann ich dann so ein bisschen betrügen, sondern schon immer mit Risiko. Das ist laut, oder? Ich habe mal versucht, in AC Formel 1 mit dieser Sicht zu fahren. So wie man sie halt auch in Ding fährt. In F1 22 kann ich gar nicht. Ich kann die Kurven nicht einschätzen. Ich fahre total falsch. Ich kann das gar nicht. Ich muss so fahren, halt oder so, ist egal. Ach, hier ist er, das, was ich hier haben wollte. Genau, hier ist er, mein. Da hier. Ja, das habe ich ja eingestellt, ja. Beim Schalten ist aber so, dass der Motor immer angegriffen wird. Ich hatte damals, als wir vor einem Jahr ACC gefahren sind, hatte ich das hingekriegt, dass es nicht mehr so ist. So automatisch Klatsch oder so. Aber weiß ich nicht, habe ich nicht mehr hinbekommen. Also fährt sich aber ultra auf. Ich müsste mich ein bisschen höher setzen vielleicht noch. Meter. Ja, so reicht mir schon. Also ist besser. Also das Lenkrad. Jetzt wird's wild, Alter. Jetzt wird's wild. Oh, ich glaube nicht. Da musste ich schon kurz das Heck wieder korrigieren. Mal schauen, wie viel, ob ich hier voll fahren kann. Oh, Alter! Das ist so schwer, das Lenkrad auf einmal, wenn ich so schnell fahre. Ich muss so viel Kraft aufwenden gerade. Ne, nicht über die Curbs. Ne, lass mich ruhig mit den Curbs. Ey, ich hab den... Ach, scheiße, ich hab schon nach vorne geschaut. Fuck, ich hab nach vorne geschaut. Egal, nochmal, komm, weiter geht's. So stark bremsen. Das verstehe ich halt nicht hier. Wieso bist du in dieser Kurve so scheiße?
halt hier vom Sender das Auto, soweit ich weiß. Also ich bin ins Richtige eingestiegen, keine Ahnung, ob ich das richtige Livery habe, aber müsste eh identisch sein. Hauptsache gelben Helm, Main. So einschätzen, ob der rutscht oder nicht. Was ich kurz anmachen kann. Dass dieses Ding, dass ich Gas gebe und bremse, dass ich selbst sehe, wie ich bremse, weil das ist manchmal mit meinem Fuß schwierig. Ich weiß nicht, manchmal bremse ich einfach auf 100, will ich gar nicht. Und das andere, wo man halt das Gasdings da sieht. Ich weiß gar nicht, was das alles, wie das heißt. Und dieses Ding kann ich zur Seite schieben, dieses Preset. Das kann man nicht schieben. Ja, und deswegen, und da muss ich mir jetzt so ein bisschen merken, wie viel ich bremse. Weil bei dem SF60, wenn ich nachher mal den fahre, ich tue leicht auf die Bremse, drücke und schon blockieren die Reifen. Da muss ich so sanft bremsen, aber ich habe eine Bremse kaum mit Widerstand, was auch okay ist für meine Füße. Ich würde mal diese andere Bremse da testen mit der Brake Cell, aber ich befürchte, dass es zu stark ist für meine Füße. Die hattest du, glaube ich. Was suche ich denn? Pedale, genau. Ich tue mir die halt dahin. Und dann. Weil ich bremse wirklich einfach, ja. Dann ist froh, dass ich meinen Fuß dann nicht. Halt meinen Fuß ja so und dann bremse ich halt so. Ich kann halt nicht so bremsen, ich muss halt den ganzen Fuß so mit ein bisschen gebogen die Ferse immer angeklebt. Und deswegen muss ich halt so ein bisschen schauen. Noch, bis ich es im Gefühl habe im Auto. Deswegen ist das ganz geil, das Ding zu haben. Weil die Load Cell, die du hattest, die kann man nicht auf leicht einstellen, oder? Also, da bremst man ja mit dem Gewicht. Was ja auch nicht schlecht ist. Das wäre sicher mit dem Weg. So, ich bremse immer so sehr, sehr viel, irgendwie, was ja auch manchmal auch richtig ist. Was ist das Scheiß da oben, die ganze Zeit an? Ich kann man es leicht einstellen. Das ist vom Standardspiel, dieses Ding. Als ich mit CPUs probiert habe, waren da alle drin. Ich merke das mit den Bremsen bei den Formelautos extrem.
Da muss man so vorsichtig bremsen manchmal. Bei GT3 und so ist es jetzt nicht so krass, aber vorm Auto ist es wild mit den Bremsen. Besser? Ja, das hat einen ganz anderen, anderen Klang. Also das von der Lautstärke war es irgendwie gleich laut OBS, aber vom Klang ist es halt richtig, es geht ins Gehirn.